So, das ist Diego und wir gehen jetzt in den Bunker. Das ist Olli und wir gehen jetzt in den Bunker. Das ist Random Life 80, das ist der liebe Cliffhanger und da ist der Diego da hinten. Ja, und es geht jetzt in den Bunker mit ganz viel Wasser. So Leute, also ist auf jeden Fall... Nein! Nein! Halt mal. Was denn jetzt? Warum falsch angezogen? Boah, die Hose ist echt kalt. Das ist der Cliffhanger. Ach, der. Hör mal, Cut. Lost History. Der Lost History. Alter, ich wusste gar nicht, dass du professionelles Arbeitsmaterial hast. Ich dachte immer, du gehst in Jogginghose rein. So? Ja, aber die Crocs, guck mal, die Crocs sind geil, oder? Das sind die Urbex-Crocs. Das sind die Urbex-Crocs. So, Leute, jetzt geht das los. Ja, jetzt geht das los. Noch ein paar letzte Worte? Ich bin geil drauf. Okay, noch ein paar letzte Worte. Ich bin noch geiler drauf. Okay, ja. Aber ich bin viel, viel geiler drauf. Das sind alles Fettis. Also, so, meine Freunde, es sind nur noch wenige Meter. Ich werde die Kamera extra so halten, dass man nichts sieht, wo wir sind, damit nichts auf den Eingang Rückschlüsse ziehen lässt. Und wir gehen direkt... Packt ihr auf die Tür. Da. Licht aus. So, drin sind wir. Alleine sind wir auch nicht. So, schaut euch mal an. Hier geht's direkt los. Genau. Seht ihr das? Die Wurzeln an den Wänden? Finger. Boah. Das ist hochaggressiver Schimmel, der sich hier gebildet hat. Durch die ganze Feuchtigkeit natürlich. Boah, ist das tief? Boah, guck mal, überall sind Wurzeln. Und hier, ist das eine Munitionskiste oder was haben wir hier? Was ist das? Olli? Ich habe keine Ahnung. Guck mal bitte. Ich will das nicht anfassen. Du musst das anfassen. Das ist ein Rohr. Ja, aber auf beiden Seiten zu. Ja, meinst du für Munition? Dachte ich erst. Könnte aber auch so ein Transportbehälter sein von der Wehrmacht. Und guck mal, hier über die Wurzeln. Guck mal, wie tief der schöne Wasser ist. Und hier, oh mein Gott, man sieht, finden wir sogar noch einen alten Lichtschalter von damals. Oh, guck mal, wie tief der schon ist. Das geht los. Leute. Okay, Stufe für Stufe. Guck mal, das sind doch hier, das ist doch Leuchtschrift, ne? Alter, hier geht's immer tiefer. Also. Und hier ist alles, liegt alles voll und voller Wurzeln. Ja, ja. Warum ist das so kalt? Oh, und es kommt irgendwie das Wasser auch durch. Oh mein Gott. Das ist. Ich hoffe, ihr honoriert das, Leute. Ich hoffe, ihr... Leute, ich hoffe, ihr honoriert das, dass wir hier drin sind und diese Begehung für euch macht. Unvorstellbar. Junge, ich sehe gar nicht, wie schön dreht. Hier liegt so viel auf dem Boden. Und ich glaube, meine Badhose ist mega undicht. Meinst du? Ja, guck mal hier. Über uns. Olli, was machst du? Ey, du ziehst irgendwas mit. Olli! Was? Guck mal, ja, was machst du da? Das ist eine Wurzel, Mann. Eine Wurzel. So. Bisschen ruhiger als im Fernsehen. Ja. Alter, ich weiß nicht, wo ich hier bin. Psst. Boah, Leute, was für ein krasses Teil, ey. Boah, meine Watthose drückt sich richtig doll an meine Beine. Das mal an. Die alte Bunkertür. Das ist die altbekannte Gasschleuse. Boah, man muss echt aufpassen. Das hier ist die Gasschleuse. Mega. Die kommt voll.
machst du da? Junge, komm her. Junge, das ist so gut. Das ist negativ. Er wünscht sich gleich im Lauf. Ich weiß, du bist nicht so groß. Ich bin nicht so groß. Boah, bei dir ist ja schon krass. Ja, ne? Und wie lange? Wann? Ja, wann ist es hier? Bei dir ist ja schon krass. Ne? Mhm. Aber ich bin ja ein bisschen kleiner noch. Ein bisschen. So, wir haben Besuch. Benny und Ferenc. Benny? Los geht's. Mhm. Alter, Leute, guckt euch das mal. Ihr seht ja, wie hoch diese Tür ist. So, jetzt sind wir hier in der Schaltzentrale von dem Bunker. Hauptschalter, Elektro, Luftzuheizer. Lufterhitzer, Entschuldigung. Mal schauen, ob man den noch bewegen kann. Der ist festgebacken. Der ist festgebacken. Also, wie ihr hört, der ganze Urbex-Bus ist hier. Wir sind auch da. Alte Sicherungen, die kann man wahrscheinlich reindrücken. Ah, genau. Krass, schaut euch das mal an. Die alte Lüftereinheit, komplett verrostet. Wow. Guckt euch das mal an. Das ist spektakulär. Gut, dass wir eine Watthose mit haben. Also auch hier, zweite Lüftereinheit, da ist die Nummer 1 mit den ganzen Rohren. Dritte Lüftereinheit. Und hier ist das Gebläse. Mal schauen, ob man da vorne noch irgendwas erkennen kann. Boah, das ist schon echt ein Highlight hier zu sein. Alleine das Thema, dass das unter Wasser steht. Macht den Bunker natürlich nochmal deutlich interessanter. Das ist die Bedienung für den Lüfter, denke ich mal. Genau. Aber kann man heute nicht mehr bedienen. Wunderschönes Teil. Und hier sehen wir auch noch, man kann sogar noch was lesen. Masch Air 1925. Entschuldigung. So. So, wow, schaut euch mal dieses Bild an. Wunderschön. Und wie viele Türen es hier gibt. Mal schauen, ob wir irgendwas noch hier finden. Ich mag ja mal Wandbemalung oder irgendwelche Inschriften, aber in diesem Raum scheint nichts zu sein, außer die Beleuchtung oben. Das sieht natürlich noch schön aus. Da oben ist die Zu- und Abluft. Uns auf jeden Fall einmal jeden Raum an. Es wäre schade, wenn wir irgendwas verpassen. Ja, also warum sind so viele Leute hier? Die Szene ist zwar mittlerweile ziemlich groß, insbesondere seit Corona, aber trotzdem kennt man sich in der Regel. Und wenn man sich mag, dann gibt man natürlich auch die Information, dass diese Bunker bekannt sind, beziehungsweise offen sind, Entschuldigung. Und deswegen sind heute einige Menschen aus der Urbex-Szene im Spezialbereich Bunker sind heute hier. Und ja, ist auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, in das Bauwerk mal einzudringen. Denn ich kann mir vorstellen, dass die Stadt diesen Bunker relativ schnell wieder verschließen wird. Und hier sehen wir noch rosa Farbe. Vielleicht war das mal ein Kinderzimmer. Und hier haben wir wieder die Sandfarben. So, schaut euch mal diese Optik an. Insbesondere, weil da hinten auch Leute sind mit Taschenlampen, finde ich wunderschön.
Diese Bauform von diesen Bunkern gibt es hier bei uns relativ häufig. Scheint ein Standard-Regelbau zu sein. Nicht zu verwechseln mit den Regelbauten im Westwall oder an der Atlantikküste. Ich denke, dieser Bunker wurde von dem Führer-Sofort-Programm entwickelt bzw. gebaut. Wie ihr wisst, wurde Nazi-Deutschland ja im Jahr ab 39 und insbesondere 40, 41 sehr stark bombardiert und natürlich zum Ende des Krieges immer weiter. Und dann gab es das sogenannte Führer-Sofort-Programm, wo ganz, ganz schnell ganz viele Bunker und Stollenanlagen für den Luftschutz für Zivilpersonen dann auch installiert und gebaut werden sollte. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Bunker dazu gehörte. Und hier seht ihr, wie vermüllt dieser Eingangsbereich ist. Aber hier gibt es zum Beispiel nicht die Wurzeln, die wir gerade gesehen haben. Aber schaut euch mal an, wie weit oder wie breit dieser Bereich ist. Das sind locker 2,50 Meter. Warum war das so? Damit natürlich mehrere Leute gleichzeitig in den Bunker gelangten und Schutz finden konnten. Weil sobald Luftalarm ausgerufen wurde, musste es natürlich schnell gehen. Und wie ihr vielleicht auch aus meinen anderen Videos kennt, gibt es immer auch eine Gasschleuse, um mit Überdruck die giftigen Dämpfe dann draußen zu halten. Und hier kommen wir gerade in den Bereich der Gasschleuse. Hier ist die Tür schon breiter, aber auch hier kommen mindestens zwei Personen durch. Und interessanterweise war das so, dass die Menschen sich nicht beeilt haben, sondern es gab Bunkerwarte-Ordner, die dafür gesorgt haben, dass die Menschen in relativer Ruhe in die Bunker reingegangen sind. Und hier, das ist interessant, das habt ihr ja gerade schon wahrgenommen, es ist immer alles doppelt aufgebaut. Das bedeutet, das, was wir gerade gesehen haben, Hauptschalter, Elektroluftelzer, finden wir tatsächlich hier auch ein zweites Mal wieder. Und eigentlich müssten wir jetzt auch mindestens mal drei Lüfterelemente sehen. Einer war hier, der ist weg. Der zweite ist da und der dritte ist da hinten, ganz genau. Und auch hier Hauptschalter, Lufterhitzer ein. Und das Krasse ist halt, dass die ganze Kabellage noch vorhanden ist. Und es ist 1:1 spiegelgleich aufgebaut. Redundant sagt man auch in Fachkreisen. Redundant. Selbst die Holztüren sind noch da, obwohl das hier alles unter Wasser steht. Man könnte davon ausgehen, dass es eigentlich komplett vermodert ist. Okay, es ist auch komplett vermodert. Und hier... Oh. Zum Glück sind hier keine Fische. Aber dafür ist das Wasser natürlich zu dreckig. Auch hier, auch das habe ich schon gesehen. Es ist quasi wirklich so ein Regelbau, wie es in vielen Orten im Ruhrgebiet quasi diese Bunker gibt. Und das Ganze ist, wie ihr seht, wie so ein Viereck aufgebaut. Ein Rechteck. Und davon haben wir wirklich schon viele Bunker gesehen, aber noch keinen, der so tief unter Wasser stand. Hier gab es die Möglichkeit, falls brennt, auch zu löschen. Der Feuerkasten, wo der Schlauch drin war, beziehungsweise der Anschluss für den Schlauch, der ist sogar noch vorhanden. Man sieht sogar hier noch das Schloss. Das ist der Herr Ferenc. Ist dir kalt? Du frierst, ne? Ja, ne? Ja. Und das ist das Schöne. Über die Urbex-Szene findet man auch ab und zu mal nette Leute, mit denen man dann auch auf längere Zeit zusammen ist und die man dann auch Freunde nennt. Ja. Ich habe schon viele kommen und gehen sehen, aber Ferenc ist immer noch da, einer der wenigen. Weil am Anfang sind die irgendwie mal alle nett und dann kristallisiert sich halt oft heraus, dass es vielleicht mal um was anderes geht oder ja, dass sie vielleicht doch nicht so nett sind. So, also hier könnte die Küche gewesen sein. Oder eine Toilette. Hast du eine Idee, was hier mal drin gewesen ist? Er filmt gerade.
Wer fit? Was wo? Hier. Thema Waschbecken. Waschbecken? Ach so. Und Toiletten, ne? Ja, genau. Also, das waren wahrscheinlich die Waschgelegenheiten, weil hier die Toiletten waren. Und wir finden hier eine Toilette, eine zweite Toilette, eine dritte Toilette sogar noch mit den Türen, eine vierte Toilette, eine fünfte Toilette und eine sechste Toilette. Und schaut euch mal an, wie hoch das Sediment ist. Boah, unvorstellbar. Also, warum waren die Türen so und nicht abgeschlossen? Das hat einfach den Hintergrund, dass sich Menschen immer wieder umbringen wollten. Und so konnte man wenigstens sehen, ob sich jemand hier das Leben nehmen wollte. Und dann konnte man die natürlich davor bewahren. So. Und wie gefällt er dir? Das ist geil. Könnt ihr mal kurz 10 Sekunden die Lampen ausmachen? Ja, okay. Wir machen mal kurz die Lampen aus, bis gleich. Also wir haben hier gerade was festgestellt. Das ist ja häufig in solchen Bunkern, dass die phosphorisierende Wandfarbe noch aktiv ist. Hier sieht man es kaum, aber wir machen jetzt alle gleichzeitig das Licht aus. 1, 2, 3. Und da leuchtet es schön nach. Und da leuchtet es wirklich schön nach. Nicht mehr viel. Aber man sieht es noch. Und vor allem, okay, hier sieht man es nur noch mit Langzeitbelichtung. Hier auf seinem Handy sieht man das, weil die Handy-Displays natürlich immer schön hochauflösen, besonders in der Dunkelheit. Und wir machen wieder das Licht an. Und wie ihr seht, hier ist richtiger Trubel, fast wie im Zirkus. Und Terence, kann das sein, dass deine Watthose ein bisschen eng ist? Ja, ich glaube, seine Watthose ist ein bisschen eng. Und hier sehen wir noch die Bestuhlung. Das ist kein Reifen. Das ist wirklich schwer und hart. Aber das ist ja auch schon 80 Jahre alt. Also hier liegen ein paar Reifen rum. Und Ferenc ist ein bisschen irritiert. Oh, der kommt hoch. Der hat den aufgestellt. Ja. Ach so. Ja, also hier liegen Autoreifen drin. Vermutlich mit Felge. Und die sind tatsächlich sehr hart. Ich könnte mir vorstellen, dass das Gummi einfach über die Jahre, Jahrzehnte einfach sehr hart geworden ist. Und das habe ich gerade gar nicht gesehen, das Detail. Wahrscheinlich für Telefon oder Stromverteiler. Und auch hier sehen wir noch die Reste der Türen. Auch hier waren keine kompletten Türen drin, sondern hier waren lediglich diese Holzlatten drin, dass man immer durchgucken konnte. Also Privatsphäre war hier nicht. Genauso wie bei der Begehung gerade, ne? Gibt's keine Privatsphäre. Also wir sind hier mit etlichen Menschen gerade drin. Aber so ist das manchmal. Wow. Normalerweise halte ich die Temperatur immer ganz gut aus. Aber aktuell, muss ich ganz ehrlich sagen, sind meine Beine schon ordentlich kalt. Was haben wir hier? Also hier sehen wir noch die Lichtschalter. Das sieht mir tatsächlich wie Nachkriegsnutzung aus. Wohnraum war ja nach dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere im Ruhrgebiet, Mangelware. Und deswegen hat man diese Bunker häufig dann auch in der Nachnutzung für die Obdachlosen genutzt oder für Familien in der Übergangsphase. Und deswegen gehe ich davon aus, dass insbesondere die Lichtschalter nachträglich montiert wurden. So, und hier haben wir einen grünen Raum. Mal was Besonderes. Seht ihr das? Das ist schon bemerkenswert. Weil alle Räume, bis auf der eine orange, sind ja mit diesem Beige, mit diesem Sandgelb. Aber zwei Räume haben unterschiedliche Farben. Das ist auf jeden Fall ein Indiz. Vielleicht war es für Kinder oder für Familien, damit die sich ein bisschen wohler gefühlt haben, weil hier war natürlich kein Tageslicht. Alter, kriegt die aufs Boden? Ja, ne? Ja, er ist auch gerade dagegen gelaufen. So. Und hier haben wir die Toiletten. Wie gesagt, alles immer spiegelgleich aufgebaut. Auch hier finden wir die Toiletten. Und es fühlt sich einfach
sehr, sehr komisch an, weil das ganze Holz hier ist auf dem Boden einfach zu einer breiigen Masse verkommen und boah, stinkt auch. Boah, also das Holz ist auf jeden Fall moderig. Und hier haben wir, glaube ich, kurz vor Ende den besondersten Raum von allen. Schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an, das ist ja hart. Hier gibt es Wandbilder. Mega cool. Schaut euch das mal an. Cool. Das ist richtig cool. Das sind alte Zeitungen, die einfach an die Wand gemacht wurden. Und mittlerweile sind sie mit der Wand einfach eins geworden. Boah. Kann ein Mann seine Frau zur Liebe zwingen? Das ist ja wohl hardcore. Ja, das wird wahrscheinlich eine Frage sein, die man nicht mit Ja oder Nein beantworten kann. Boah, ist das hallig gerade. Aua. Kartenspiel, Bravo Porträt, Hammer, Pocket Shaver. So, und jetzt kommen wir auf der letzten Kante an. So, darf ich mal? Danke sehr. So, meine Lieben, also wir sind jetzt einmal durch und jetzt werden wir kurz zum Ausgang gehen und dort werde ich mich von euch verabschieden. So, das ist die Luftschleuse, wo wir gerade auf sehr viele Menschen getroffen sind und hier kommen wir in den Eingangsbereich, wo auch verschiedene Watthosen schon liegen. Boah, die Taschenlampe wird schon richtig heiß. Oh, ich wäre fast hingefallen. So. Dann nehmen wir mal die Kamera. So, und machen. So, meine Freunde. Also, ich hoffe, der Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg hat euch ein wenig gefallen. Das ist ein klassischer Luftschutzbunker, so wie er in Nordrhein-Westfalen zu Hunderten gebaut wurde. Fassungsvermögen, ich denke, das waren so 18 Räume. Mal 3 bis 4 Personen, dann haben wir ungefähr 100, 130 Leute in der klassischen Fassung, aber wie ihr sicherlich wisst, wurde im Krieg hier deutlich mehr reingelassen, teilweise die 2,5-fache, 3,5-fache Größe. Wichtig war, dass die Luftschleuse bzw. die Luftanlage immer funktionierte, ansonsten hatte man ein Problem, dass der Sauerstoff gering wurde und die Menschen natürlich erstickt sind. So, an dieser Stelle gibt es wieder 3 neue Kanalmitglieder, die ich an dieser Stelle feiern möchte. Das ist einmal die Lucy. Ich habe 96% männliche Follower. Deswegen, Lucy, ich freue mich insbesondere, dass du eine Dame bist. Und noch mehr freue ich mich darüber, dass du diesen Kanal mit deiner Mitgliedschaft unterstützt. Das finde ich super klasse, weil ihr wisst, Benzin und so weiter kostet alles Geld. Kameraausrüstung, Taschenlampen, GoPro. Und da bedanke ich mich insbesondere bei der Lucy. Bei den Kevin, der letztes Mal schon dabei war, und bei dem Carsten NC. NC oder FC, ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Sei mir nicht böse, ich blende es dann hier oben ein. Genau, also von daher, ich bedanke mich bei jedem Einzelnen für den Kanalmitglied. Das Problem ist ja, dass ich die Videos aufnehme und teilweise einen Monat oder noch weiter verzögert hochlade. Und damit kann es sein, dass derjenige, der in dem Monat aktiv war, im nächsten Monat vielleicht nicht mehr aktiv war. Und deswegen möchte ich mich an dieser Stelle entschuldigen, aber euer Name ist auf jeden Fall nicht vergessen. Ich bedanke mich bei jedem Einzelnen. Ich bedanke mich bei jedem Einzelnen für ein Like, für einen Kommentar, für ein Share. Ganz wichtig, shared. Und lasst mir gerne ein Abo da. Ich bin Random Life, das war Schlachtfeldbegehung. Ich hoffe, der Bunker hat euch ein wenig gefallen. Ich bin raus und bis zum nächsten Mal. Ciao. Was machst du hier? Wie, du machst hier gar nichts. Sei ehrlich, du willst ja anbrechen. Einbrechen willst du? Du bist. Ne? Und du? Ich werde jetzt Hürden überwinden. Hürden. Dortmund Hürden. Hey Leute, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein.
draußen sind eine Menge von Leuten. Und deswegen müssen wir mit dem Licht noch ein bisschen vorsichtig sein. Also, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Schlachtfeldbegehung. Wir befinden uns heute in einem Zweite Weltkriegsbunker. Und der Zustand, wir sind gerade schon mal ein bisschen rumgelaufen, ist wirklich noch atemberaubend. Kaum Graffitis. Wir sehen ja auch noch die komplett alte Elektrik mit der Beleuchtung und sogar noch der Steckdose. Und das erste, was wir hier sehen, sind einige Setzrisse. Das ist übrigens der Alessandro. Und das ist die Wendeltreppe. Wir sind quasi über den Notausgang rein. Und ich würde vorschlagen, wir starten. Ich denke, unten können wir auch ein bisschen lauter reden. Aber jetzt müssen wir noch flüstern. Schaut euch das mal an. Das ist total selten, dass es noch die Strom- oder Unverteilung gibt mit den originalen Lampen. Die Birne ist neu, aber der Rest ist alt. Das ist alles noch von der damaligen Zeit. Der Bunker wurde in der Nachkriegszeit noch weiter genutzt. Der Wohnraum war natürlich rar. Nach dem Krieg, die deutschen Städte wurden bombardiert. Dankeschön. Also ihr seht, es wird immer enger hier. Die deutschen Städte wurden natürlich bombardiert und dementsprechend war Wohnraum war knapp. Und dann hatte man die Luftschutzbunker genutzt, um Menschen einzuquartieren. Auch dieser Bunker wurde in der Nachkriegszeit noch weiter genutzt. Und auch hier, also die Lampen, die sind auf jeden Fall wahrscheinlich aus den 80ern, 90ern, vielleicht sogar 2000er. Und da müssen wir jetzt versuchen, irgendwie durchzukommen. So, ich probiere das mal. Aber erstmal zeige ich euch hier Leuchtspurstreifen. Und jetzt versuche ich mal hier durchzugehen. Also hallo erstmal. Hallo Leute. Also hier eine Bunkertür. Die nach außen gerichteten Bunkertüren sind immer massiv. Man hört es auch. Und die innenliegenden Bunkertüren waren häufig dann aufgrund der Materialknappheit und weil es nicht so notwendig war, dann aus verschiedenen anderen Materialien. Ich habe zum Beispiel schon Stahlbeton, armierten Stahlbeton gesehen. Ich habe aber auch schon Holz und Asbest gesehen. Und hier befinden wir uns gerade in der Gasschleuse. Das bedeutet, da war draußen. Hier hätte man dann die Leute rein verbracht. Die Tür wurde geschlossen und erst dann konnte man diese Tür öffnen. Auch hier Elektrik, alles noch da. So. Und jetzt sind wir in dem Bunker drin und schaut euch das mal an. Ein riesiger Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. In diesem Bunker soll in dieser Stadt damals die Kapitulation unterschrieben worden sein und die Stadt wurde dann entsprechend übergeben. Es gab ja Städte, die wurden kampflos übergeben, zum Beispiel Paris. Aber diese Stadt hier, diese deutsche Stadt, wo wir jetzt gerade sind, die wurde als eine der ersten Städte in Deutschland nicht kampflos übergeben, sondern sie wurde entsprechend von der Air Force, aber auch von den Bodentruppen fast vollständig zerstört. Und also auch noch ein Grund, warum es hier wenig Wohnraum gab. Genau, hier oben sehen wir die Belüftung. Und an vielen verschiedenen Stellen können wir dann die Auslässe sehen, damit hier die Frischluft eingespeist werden konnte. An einigen Stellen sehen wir auch schon eine komplette Durchrostung. Aber in Summe kann man auf jeden Fall noch sehr gut erkennen, wie die Funktionsweise war. Und schaut euch mal diese Dimension an. Atemberaubend. Das sind, würde ich sagen, schwer zu sagen, weil wir drin sind, 32, 33 Meter. Ja. Ne, 25 vielleicht, irgendwie so. 33 kommt gut hin. Ne? Und hier haben wir sicherlich 40, 50 Meter. Schaut euch das mal an. Das sind bestimmt 45 Meter. So, was haben wir hier? Ein altes Telefon, hast du schon gesehen? Ja, ein altes Nokia. Ein Cover. Und eine Aloha. Ja, wir haben auch schon festgestellt, wir haben ja schon für TikTok die Videos gemacht. Hier wurden auch Rave-Partys gefeiert, wahrscheinlich in den späten 2000ern. Moin. Moin.
So, hier haben wir den Kollegen von Lost History. Er macht gerade ein Instagram-Video. Folgt ihn gerne auf Instagram. Lost History. Relativ einfach zu finden. Genau. Auch hier noch einige Beweise, dass hier der Bunker für Rave-Partys genutzt wurde. Und hier sehen wir auch noch Luftballons in rauen Mengen. Lost Party. Lost Party Bunker. Genau. Die Verkabelung wurde abgerissen, aber sie ist noch vorhanden. Wie ihr wisst, gibt es ja viele Kabeldiebe, die sich solche Bunker dann raussuchen und dann auch zerfleddern und die Sachen dann verkaufen, also den Kupfer da drin. Hier werden wahrscheinlich Waschbecken aufgehangen worden sein, denn das waren mal hier Toiletten. Hier waren dann die Spülbecken dran, da oben, und hier konnte man dann entsprechend abziehen. Die Toiletten gibt es heute aber nicht mehr. Auch hier ist die Beleuchtung noch vorhanden. Boah, ja, unglaublich groß. Unglaublich groß. Und hier gibt es so einen abgesetzten Streifen. Den gibt es am gesamten Bunker. Hast du eine Idee, wofür der war? Der rote Streifen hier? Der rote? Ja, siehst du den hier? Also der hier wird wahrscheinlich dafür da gewesen sein, als Markierung für die Leuchtstreifen. Mhm. Machen wir Licht aus. Genau. Die Frage ist nur, wofür der untere war. Ne? Also der obere ist auf jeden Fall für die Beleuchtungsstreifen. Guck mal, hier sind Blindstopfen drauf, ne? Ja. Hast du eine Idee, warum? Weil, das ist eine gute Frage, ne? Weil eigentlich sollte es ja zur Belüftung sein. Ich habe es nachträglich zugemacht. Das kann sein. Vielleicht, ja, das könnte sein, dass sie es nachträglich zugemacht haben. Weil hier der zum Beispiel ist auf. Vielleicht gibt es aber auch eine Idee dahinter, dass man nicht alle auf hat, weil es sonst zu kalt hier drin wird. Und, ne? So, auch hier. Schaut euch das mal an. Oh, oh, das gibt Hate. Das gibt Hate. Mal gucken, vielleicht schneide ich das auch raus. Wenn nicht, dann... Ja? Ah ja, danke. Ah, genau. Also hier auch Seltenheitswert. Leuchte mal bitte. Ja, Wasser geht nicht mehr. Aber schaut euch das mal an. Der Zustand absolut einwandfrei. Scheint auch nachträglich angebracht worden zu sein, oder? Weil ursprünglich, das macht der, ursprünglich kam ja hier der Anschluss dran. Die werden nachträglich dann gemacht worden sein. Ja, aber was macht das für einen Sinn? Unterputz. Weißt du, es wäre ja einfach, wenn man sie einfach runterführt. Ich denke, das ist nachträglich dann gemacht worden. Aber wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Aber die Spülkästen sind aus. Ja. Asbesttüren höchstwahrscheinlich. Es war ein Verweis. Oh, ja. Besetzt? Ich glaube, ich muss mal kurz. Hier, halt mal. Ich kann mal mit rum. Achso, ich kann mal, wenn alle. Wenn ich glaube, ich krieg's nicht. So, also, ihr habt gerade schon die Toiletten gesehen, beziehungsweise die Abdrücke. So sehen Originaltoiletten aus. Hier der Spülkasten. Und schaut euch das mal an. Selbst das funktioniert noch. Habe ich so noch nie gesehen. Früher hat man ja immer Sachen versteckt. Vielleicht habt ihr Dinge gesehen und ich muss irgendwann nur mal hier reinkommen. Aber wahrscheinlich ist es leer, oder? Ich weiß es nicht. Bitte? Nochmal. Ja, deswegen, ich habe da gerade die Kamera reingehalten und habe den Zuschauern gesagt, dass sie vielleicht mehr gesehen haben als ich und wir vielleicht nochmal wiederkommen müssen. So, hier wurde die Toilette auf jeden Fall von den Ravern benutzt. Boah. Echt? Ja. Willst du das unbedingt sehen? Nee. Nee, willst du nicht sehen, ne? Okay. Gehen wir mal zurück. Das müssen wir auch noch mal ganz kurz zeigen hier. Das Rohr, das war hier, das ging sicherlich weiter. Ach, guck mal, das ist neu hier, ne? Siehst du das? Ja. Das ist guck mal, ach, schau das mal an. Das ist hier alt. Und das ist neu. Wahrscheinlich war hier mal ein Abgang dran. Der ist wahrscheinlich, das Ding ist komplett weggerostet. Dann haben sie es... Ja. Dann haben sie es ausgetauscht. Und guck mal, hier oben gibt es eine Halterung, da gibt es eine Halterung und da ist es runtergefallen. Das bedeutet,
den Schutt, den wird man wohl weggenommen haben oder das gesamte Rohr. Wohingegen man das hier liegen lassen hat. Vielleicht hat man hier vorne genutzt und hier nicht mehr. Kann sein. Der vordere Teil sieht noch aktiver aus als der Teil. Absolut. Schön. Mega. Guck mal, da haben wir sogar noch Schrift an der Wand. Steht da? Ruhe bewahren. Und Notausgang, ne? Sind wir hier gerade hergekommen? Ist das das? Ja. Ja, gut, dass wir nochmal zurückgegangen sind. Schaut euch mal hier. Notausgang. Und hier Ruhe bewahren. Man kann es vielleicht nicht mehr ganz so gut sehen, aber schemenhaft. Und wir haben ja schon sowas häufiger gesehen. Oh, und hier ist irgendwas komplett rausgebrochen, ne? Also da scheint der Bewehrungsstahl zu rosten und hier aus der Mauer auszutreten. Und hier ist ja auch alles rostig auf dem Boden. Richtig. Ja. Und hier ist richtig was weggesprengt. Wow. Wenn dieser Bunker reden könnte, die Geschichten. Ich glaube, der hat viel erlebt. Ich glaube auch. Gibt es noch eine zweite Etage? Also geht es so weiter runter oder? Sie sagt da zwei Etagen, einfach oberirdisch, einfach unterirdisch. Okay, und wir sind jetzt. Unter der Erde. Ja. Und dem Notausgang zufolge würde ich schon sagen, 20 Meter. Ja. Und der Notausgang, wir sind da dadurch reingekommen. Genau. Der ist auch sehr krass, ja, mit der Wendeltreppe. Habt ihr die Risse auch gesehen? Komplett. Wir hatten überlegt, ob der nicht oberirdisch eventuell mal einen Koffer bekommen könnte sein, hat. Ja. Oder ob das über die Jahre einfach mit der Bausubstanz, weiß ich nicht. Alles klar. Aber der kommt auch noch gesetzt, dass sie unten gar nicht, ne? Aber hier ist ja auch eine andere Bauform. Wir sehen hier ausgekleidet mit Backsteinen und oben war komplett betoniert. Ja. Hast du gesehen? Guck mal, das hier ist neu, komplett. Da, bis dahin. Und hier sind ja die Haken. Das bedeutet, das ging wahrscheinlich mal hier dran und dann hat man das aktualisiert, beziehungsweise Nachkriegsnutzung noch weiter genutzt. Ja. So, wir gehen mal weiter, sonst wird das Video wahrscheinlich auch für viele zu lang. Und auch hier, das sind sicherlich noch mal bis da hinten 25 Meter. Und hier sehen wir ein paar Graffitis bzw. Schmierereien. Aber in Summe ist der Bunker in einem wirklich tadellosen Zustand. Und was haben wir hier? Mehrere Räume. Mal schauen, ob wir noch einen Raum finden, der auf die Benutzung irgendwie Rückschlüsse ziehen lässt. Hier ist ein bisschen Wasser drin. Hier muss man immer aufpassen, weil schimmeliges Holz kann Faulgase bilden. Jetzt ist der Bunker extrem gut belüftet, aber trotzdem, man muss immer aufpassen. Genau. Und was haben wir denn hier? Handle with care, not to drop nothing Bruch. 86 Kilo. Ja, und jetzt seht ihr die einige oder eine Form der Nachnutzung. Ich gehe mal einen Schritt zurück, drehe mich und hier haben die Jugendlichen aus dieser Stadt eine Theke hingebaut. Da war wahrscheinlich das Getränkelager und hier wurden die Getränke ausgegeben. Und da hinten sehen wir gleich das DJ-Pult. Es gab auch hier ein Podest, wo Leute drauf getanzt haben und irgendwelche Tiere ihren Kot abgesondert haben. Heftig. Das sind jetzt sicherlich auch nochmal 40 Meter, 35, 40 Meter von ganz hinten. Das sind 25, haben wir bestimmt 60 Meter, 70 Meter. So, hier haben wir noch eine alte Wandmalerei, nämlich WC. Und hier haben wir noch Toiletten. Das hier zum Beispiel besetzt. Weiß ich nicht, das sieht mir auch eher nach Nachkriegszeit aus. Aber genau kann man das sicherlich nicht mehr herbeiführen. Und da oben haben sie eine blaue Lampe eingesetzt. Das bedeutet, die hatten sogar Strom hier damals, als sie die Party gefeiert haben. Und ich bin ehrlich zu euch, dafür, dass es hier
hallo, für oder als Party-Location gedient hat, ist der Zustand wirklich, wirklich gut. Also wenig Graffitis, wenig Schmierereien, wenig Vandalismus. Da haben wir Bunker gesehen, wo die nicht umgebaut wurden oder umfunktioniert wurden als Rave-Area. Und die waren heftiger zerstört. Boah. Krass. Richtig krass. Ja, komplett beschissen. Ja, boah. Das Grundwasser, oder? Ich habe mich schon gefragt, woher das Wasser kommt. Aber wir sind ja auch ein paar Meter tief. Das ist Grundwasser hier, das hier überall eindringt. So, und da vorne sehen wir die DJ-Kanzel. Und auch noch ein paar Pilzsporen. Abnormal, was die Natur so hinbekommt. Schaut euch das mal an. Alter Ordner. Sogar so ein Werfschutz für den DJ hatten die hier. Die Kabel haben sie noch hier gelassen. Stromkupplung. Hier ist auch relativ modern noch. Eine Dreifachsteckdose. Das ist natürlich alles Nachkriegszeit. Beep. Commercial Stay Underground. MFG Lenny. Also, ne, kann jeder natürlich halten, was er möchte. Aber die Akustik wird wahrscheinlich geil gewesen sein hier drin. So, was haben wir hier? Also, ich guck mal eben auf die Uhr. Wir haben jetzt schon 17 Minuten. Das bedeutet, Leute, wir sind 17 Minuten in diesem Bunker unterwegs und wir sind immer noch auf der unteren Etage. Heftig. So, ich zähle das mal mit. Ich zähle das mal mit. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 Meter, Leute. Ich bin jetzt gerade 70 Meter durch eine Röhre gegangen. Das sind auf jeden Fall weniger, aber da könnt ihr euch mal die Ausmaße vorstellen, die dieser Bunker hat. Wir sind jetzt ungefähr einmal durch die untere Etage gegangen. Hier vorne haben wir wieder das abgefallene Rohr. Und ich würde sagen, hier mache ich einen kurzen Cut und wir sehen uns an dem Aufgang nochmal wieder. Bis gleich. So, da sind wir gerade lang gegangen und wir gehen jetzt mal gemeinsam hier durch die Pfütze. Oh, meine Schuhe haben leider Löcher. Hier durch die Pfütze nach oben. Es gibt zwei Ausgänge bzw. Eingänge. Ihr könnt euch ja vorstellen, wenn oben bombardiert wurde oder die Bomben gefallen sind, dann muss es natürlich schnell gehen. Und je breiter die Aufgänge waren, desto mehr Leute konnte man hier panikfrei runterbekommen. Es gab immer einen Bunkerordner oder einen Bunkerwart. Der hat darauf geachtet und der hatte auch relativ viel zu sagen, dass das Ganze geordnet abging und ablief. Und hier, also mal gucken, 1, 2, 3, 3 Meter Breite und hier passen sicherlich 4 bis 5 Menschen gleichzeitig runter. Schaut euch das mal an. Unfassbar. Unfassbar.
Ja, auch das deutet auf die Nachkriegsnutzung hin. Abgang 1, Ende. Oh, hier geht's noch weiter. Aber es sind nur Blindgänge. Hier ein alter Holzsturz noch drin. Interessant. Und schaut mal hier, wie viele Räume und Gänge es gibt. Leerraum. Ja, der ist es auf jeden Fall, ein Leerraum. Hier haben wir auch einen Lichtschalter, auch der ist kaputt. So, Rauchen verboten. Ich versuche das mal so zu zeigen. Rauchen verboten. So sehen übrigens Bunkerdrucktüren aus. Gesichert mit einer Kette. Scheint eine Gasschleuse zu sein, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Ja, es wird aber die Gasschleuse sein. Hier steht Ausgang. Mal gucken, ob er das noch. Ne, das kriegt man nicht mehr beleuchtet. Aber hier seht ihr das? Ausgang. Das bedeutet hier und da war mal ein Ausgang, der mittlerweile zu betoniert ist. Und auch hier steht Ausgang oder Eingang. Ich kann es nicht mehr genau lesen. So, nachträgliche Stromversorgung. Hier könnte man wahrscheinlich auch einschalten. Und hier hat es mal gebrannt. Seht ihr das? Hier hat es mal gebrannt. Auch wieder ein leerer Raum. Okay. Also das wird wahrscheinlich die Luftschleuse gewesen sein. Zwei Eingänge, damit viele Leute reinkommen. Genau, das ist hier die Gasschleuse, nicht Luftschleuse, die Gasschleuse. Da kamen die Menschen rein und hier sind sie dann in das Bauwerk rein. Und direkt danach konnten sie sich auch entsprechend nach unten begeben. Das hatte ich euch ja gerade schon gezeigt. Genau. Das könnte die Filteranlage sein. Die habe ich nämlich noch gar nicht gesehen. Der Wasseranschluss, der ist ja auch heute nicht mehr in Betrieb, aber die Erde ist noch dran. Ah ja, genau. Hier sehen wir, oh, das ist aber selten. Schaut euch mal an, der Motor ist noch da. Normalerweise Kabeldiebe nehmen das alles mit. Das Schaufelrad ist noch da. Und hier, das ist natürlich in ganz größerer Dimension hier. Boah, was ist das denn hier? Ein kleiner Gang auch. Boah, schaut euch das mal an. Der Ofen. Theomar Söhne GmbH Aachen. Da wurde er wahrscheinlich hergestellt. Boah, ja, der wurde natürlich benötigt, um das ganze Bauwerk hier zu beheizen. Und hier, boah, das sind Details, Leute. Schaut euch das mal an. Unvorstellbar. Mehr geht einfach nicht. Hier ist noch ein zweiter. Und hier könnte man den einstellen auf stark und schwach. Mal gucken, ob das noch geht. Das geht sogar noch. Schaut euch mal an, da heißt die Funktion. Boah, das ist unglaublich. Unvorstellbar. Und das war wahrscheinlich der Kohleraum, der Kohlebunker. Genau, mit dieser abgeschrägten, damit man die Kohle entsprechend darunter buxieren konnte. Unvorstellbar, Leute. Und hier wurde die Kohle dann reingebracht und da hat man sie dann entnommen. Da gehen wir jetzt hin. Da kamen wir her. Und da sind die Kamine. Komischerweise ist das oben rund. Warum auch immer. Aber unfassbar. Boah, ein Riesenraum. Ja. Hast du den Kamin gesehen? Hast du die Kamine gesehen? Die Kamine. Die Öfen. Die Öfen. Ich gerade nicht. So, meine Freunde. Also, ich höre. Wobei, den einen Abgang muss ich noch filmen. Wo ist der? Komme ich von hier? Ja? Okay, also. Wie ich ja gerade schon erwähnt habe, es gibt zwei Abgänge und den zweiten gucken wir uns jetzt noch an und dann sind wir quasi auch durch mit dem Bauwerk. Bisschen Kunst, auch hier krass. Dann schauen wir mal, was hier rechts ist. Schutt und ein Abgang.
So, also den zeige ich euch jetzt noch. Und bei dem Abgang werde ich mich jetzt einmal bei euch verabschieden. Dafür werde ich jetzt einmal das Mikrofon drehen. Das will man vielleicht jetzt sehen. Aber ja, mich sieht man auch auf jeden Fall. Also meine lieben Freunde, ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Mir hat es auf jeden Fall richtig, richtig gut gefallen. Ich zeige euch nochmal da hinten den Bereich, da waren wir gerade. Also ein wirklich schönes Bauwerk. Also im Zweiten Weltkrieg genutzt als Luftschutzbunker. Hier wurde die Kapitulation einer der ersten gefallenen Großstädte von Deutschland unterschrieben, mit den Alliierten zusammen. Und in der Nachkriegssozung war hier, ja, wahrscheinlich haben hier Menschen gelebt. Und ja, vor kurzer Zeit wurde es auch als Party-Location genutzt bzw. missbraucht. Zustand habt ihr selber gesehen, aus meiner Sicht mega gut. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Deswegen werden wir natürlich nicht verraten, wo dieser Standort ist. Wenn ihr mir noch nicht folgt, dann würde ich mich mega über ein Abo freuen. Natürlich auch über ein Like, einen Kommentar, wenn es euch gefällt, wenn ich was besser machen kann. Auch immer gerne. Und in diesem Sinne, euer Random Life ist jetzt raus. Tschüss. Hallo. Ja. Ja? Ja, aber... Oh meine. Hast du jetzt was verstellt? Ja, klar. Warum? Weil die scheiße war. Die war gut. Ja, dann macht wieder zuvor. Aber so. Die guckt doch viel zu weit nach unten. Ich will jetzt mal. Und meine? Ja, die filmt. Meine filmt auch? Nee, ja. Auch die, wie die guckt. Ja. Ja. Oh. Nee, ein weiter. Ja. So, illegale Aktion 2.0. Naja, guck mal nach rechts, ob da wirklich ein Wald ist. Ja, fast. Ja, ne? Randgebiet. Guckt euch das mal an, Leute. Jetzt sollen wir das hier machen. Boah, ist das schwer. Nein, hier sitzt gar nicht. Guckt euch das an, Leute. In hier sitzt. Auto, Auto. Holy fuck. Auto, schnell. Runter mit dir. Ey, was mach machst den Deckel du? Noch zu. Ja, Junge, du halt den. Ja, du bist so. Was machst du? Warte, der kommt. Was machst du? Der ist weggerutscht, Junge. Ja, und jetzt? Wieder zu, Mann. Wohin? Wieder zu, Mann. Leg den doch einfach drauf. Der kann nicht reinfallen. Das ist ein runder Deckel. Trotzdem. Ich will ein Video davon haben, wie ihr den aufmacht. Den kannst du ja haben von mir, das Video. Lass dich fallen. Geht doch nicht rein. Ja, warte, ich mach hier. Warte. Noch nicht. Digga, seid ihr behindert? Wie lange wollt ihr jetzt hier rum? Warte, unter. Unter. Taxi. Ich will jetzt mal mein Handy packen, Alter. Warte. Geht los hier, der war richtig los. Okay, Bruder. Jetzt. Warte, noch nicht. Ey, Junge, seid ihr behindert, Alter? Warte. Jetzt. Okay. Okay. Du musst die Plätze irgendwo hin tun. Nein, halt auflassen. Nein, zur Seite. Du, ja, tu mal weg. Wohin? Du sagst, tu mal weg, Alter. Die wiegt doch nicht mal eben. Wohin? So. Einfach hinlegen jetzt. Pfeffi, kommst du jetzt mit oder nicht? Scheiße. Warte, ich mach ein Video von dir, wie du reingehst. Ja, so ist doch super. Noch irgendwelche letzten Worte? Geh mal rein. Okay, ich gehe. Ja. Oder soll ich gehen? Ich kann gehen. Ja, du kannst auch gehen. Pfeffi, mach mal Video. Ich mach mit meinem Last Favorite. Ey, wie oft wollt ihr denn jetzt hier hängen, Alter? Geht jetzt rein oder nicht? Danach. Ja. Läuft schon. Ja, warte. Muss mir. Digga, die kommen überall aus. Mach Licht aus. Digga, seid ihr behindert, Alter? Warte noch. Ich muss mir noch Handschuhe anziehen, es ist kalt. Mach dem Auto Jalla. Ja, richtig Jalla. Okay, Bruder. Leuchte. Guck mich an. Ja. Wo Spotte? Da ist Spotte. Weißt du was? Das muss rein. Ja, da kommt wieder ein Auto. Mach aus. LKW, Bus. Duck dich. Was? Der Hund? Doch. Ist doch easy. Ja, ich hab's hier.
Nimmst du auf? Oh, Spinne. Ja, viele. War hier schon mal einer drin? Ja. Gut. Oh, ist das tief. Für Digga? Bist du direkt auf dem Zug? Ja, klar. Ja. Film mich, Red. Ich bin schon dabei. Das hört ja gar nicht mehr auf. Ist so. Alter. Kommst du vielleicht mit rein? Mach ein. Oh mein Gott, bitte. Oh. Warte, ich stehe dir super. Geil, oder? Alter, wie geil. Oh. Oh mein Gott. Warte. Guck mal, lass mal gucken. GoPro ist immer noch gut, oder? Bitte? Ist die GoPro von der Ausrichtung noch gut? Ja, meine auch. Ja, dann ist okay. Warte, lass mich mal ganz kurz hier nach hier an die Stelle. Ja. 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 Digga, ist schon mal die ganze Weite zu leuchten, ne? Das ist egal. Ja. Ist der jetzt drin? Wenn, dann kannst du ärgern. Nur ja. Gehen wir erst nach links oder nach rechts? Erstmal nach rechts. Ja. Richtig. Geil. Guck dir das mal an. Stark. Haken von der Decke, Leute. Extrem lang. Das ist eine geile Anlage. Wir stehen jetzt nicht mehr auf dem Wasser. Wenn wir zum ersten Mal auf der stehen, wow. Oh mein Gott. Das geht hier in alle Richtungen hier. Alter, wie geil. Guck mal, da hinten haben wir auf einmal Gestein. Aha. Und hier ist Fels. Und da ist Zug. Guck mal, wie lange schon keiner mehr hier war. Hier sind teilweise noch gar keine Fels. Ja. Eine Fliegeranlage. Und dann gehen wir jetzt erstmal links. Direkt abbiegen? Ja, direkt abbiegen, oder? Guck mal, da oben. Ja, was ist das denn? Ist noch vom Bohrgeschenke, würde ich sagen, oder? Ja. Krass. Alter. Naturstein. Ja.
Das ist einfach Natursteine und jetzt ist das hier komplett gemauert. Aber guck mal, wie wenig Leute bisher hier waren. Ja? Guck mal, wie weit das hingeht. Das ist richtiger Schlamm hier auf dem Boden. So wie ganz komischer Boden, finde ich. Mhm. Wie im Wattenmeer. Ja. Jetzt wird man durchs Wattenmeer laufen, genau. Alter Schwede. Boah, guck mal hier links. Pass auf deinen Kopf auf. Ja. Guck mal hier, das Gestein. Warum ist das hier so hell? Das ist eine gute Frage. Durch das Wasser vielleicht? Ja, irgendwie, ne? Obwohl, da ist auch überall Wasser. Sonst wäre er, sonst wäre das überall, ne? Ja. Aber kannst du wegnehmen. Das ist nur oberflächlich. Das ist wahrscheinlich die Auswaschung. Aber krass. Ja, richtig. Die Leute waren wahrscheinlich klein früher. Ja, ja. Hier geht's wieder zum Glück. Ja. Geil. Oh, wir haben noch einen kleinen Tunnel. Aha, das ist ein Notausgang. Alter, guck mal. Boah. Leuchte mal aus mit deiner Lampe. Alles leider nicht mal ganz voll. Boah, sieht das heftig aus mit den Stalaktiten. Ist ja Ewigkeiten keiner mehr lang gelaufen. Bisschen wie Star Wars. Ja, das ist wirklich der Notausgang hier. Ich komme. Alter, der Zugang ist kein Spaß. Wenn man da runter muss, dann sind wir locker 30 Meter. Boah! Alter! Lass uns hier gleich hochgehen. Das ist echt schön. Aha. Hi. Ich bin der Bunkermann. Du bist der Hannibal. Ich bin der Bunkermann. Sie können gerne jetzt den Bunker betreten. Na dann, let's go. Let's go. Also, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Schlachtfeldbegehung. Das war gerade der Carsten von dem Kanal Lost History. Auch sehr zu empfehlen, kann ich absolut empfehlen. Auf TikTok, Instagram und YouTube. Mit dem Namen Lost History. Wir befinden uns heute in einer Großstadt in NRW und haben den Einstieg gewagt in einen Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Und dieser Bunker hat es wirklich in sich, denn er ist riesengroß. Und das Bewundernswerte ist, dass er überall diese Stalaktiten und Stalagmiten hat. Und die Ausbauform ist wirklich sehr spannend. Hier zum Beispiel sehen wir einen halbrunden Ausbau. Ich würde sagen, der ist ungefähr 5 Meter breit. Die Qualität des Mikros ist aufgrund des Standardmikros heute leider nicht so gut. Wegen der Wasserverhältnisse muss ich leider mit dem Mikro gerade arbeiten. Ich hoffe, es geht aber trotzdem. So, schaut euch das mal an. Richtig krass. Wurde klassisch genutzt für den zivilen Luftschutz. Die deutschen Städte wurden ja ab 41, 42 permanent aus der Luft bombardiert. Und dann hat man die Zivilbevölkerung in Sicherheit gebracht. Und das hat man in Hochbunkern getan, aber auch häufig in sogenannten Tiefbunkern. Und wir befinden uns hier in einem wirklich krassen Exemplar. Weil, wie ihr seht, haben wir hier verschiedene Ausbaustufen. Das ist komplett entsprechend mit Stein ausgekleidet. Dann haben wir hier betonierte Teile mit Schalung. Und hier haben wir sogar tatsächlich noch den originalen Stein. Und hier haben wir eine Höhe von ungefähr 2,10 Meter, 2,20 Meter. Und hier haben wir locker 3,10 Meter. Und der Bunker ist auf jeden Fall noch nicht häufig besucht worden. Das zeige ich euch gleich anhand der Fußspuren.
Hier kann man noch die Originalwandverkleidung sehen. Schaut euch das mal an. Der war also auch ausgekleidet. Es hat anscheinend auch Teerpappe, könnte das sein. Das hat anscheinend auch gebrannt. Und hier, ja, man sieht, es ist geschmolzen. Und auch schon komplett vermodert. Wir können hier noch einige Flaschen aus der damaligen Zeit erkennen. Manchmal kann man, hoppala, manchmal kann man noch die alte Jahreszahl sehen an dem Flaschenboden. Deswegen gucke ich immer mal nach. Aber in dem Fall leider nicht. Und es lohnt sich in Bunkern immer auf den Boden zu gucken, weil man noch alte Relikte finden kann. Das zum Beispiel könnte das Rad eines Kinderwagens sein. Eine Flasche Bier. Weitere leere Flaschen, sogar mit Verschluss oben drauf. Ein alter Schuh, der darf natürlich in keinem Bunker fehlen, obligatorisch mittlerweile. Auch hier eine alte Weinflasche. Made in Belgium. Also vielleicht gab es auch eine Nachkriegsnutzung. Eine Weißweinflasche. Und eine Flasche. Und hier haben wir sogar noch, oh, krass, schaut euch das mal an, ein altes Porzellan. So, gehen wir weiter. Wieder eine alte Flasche auf dem Boden. Auch diese Stalaktiten und Stalagmiten. Ich kann mir leider immer nicht merken, welche von oben nach unten und welche von unten nach oben wachsen. Ihr seht selber, im direkten Gang ist keiner abgebrochen. Es gibt sogar welche, die berühren fast den Boden. Heißt auf jeden Fall, hier ist auf jeden Fall entweder schon lange keiner mehr durchgelaufen oder die Personen, die hier durchgelaufen sind, haben sich wirklich Mühe gegeben, dass sie die nicht berührt haben. Und schaut mal hier, das ist ja wohl abnormal. Es gibt tatsächlich welche, die haben den Boden berührt. Wunderschön. Guckt euch das mal an. Auch hier wieder links einer, der den Boden berührt. Unglaublich. Wirklich ein tolles Stück Geschichte. Und hier guckt mal auf den Boden. Guckt wirklich mal genau hin. Es gibt hier einen kleinen Gang von 50, 60 cm, wo ein paar Stiefelabdrücke sind. Der Rest ist aber komplett nicht begangen. Das bedeutet, vor uns waren vielleicht eine Handvoll Menschen hier und wir. Das bedeutet, dieser Bunker ist seit Jahren, höchstwahrscheinlich seit Jahren verschlossen gewesen. Weil die Leute, die jetzt drin waren, waren vor kurzem hier. Unfassbar. Also ein Relikt aus längst vergangener Zeit. Bin total begeistert. Hier links ist ein Blindstollen, vermauert mit Backstein. Wer weiß, ob es dahinter noch weitergeht. Und hier haben wir unseren Einstieg bzw. Ausstieg, den wir theoretisch nehmen könnten. Aber ich zeige euch, warum wir uns für den anderen entschlossen haben. Hier, die machen auf jeden Fall noch einen guten Eindruck. Aber schaut euch mal die Höhe an. Ja, Hammer, oder? Das sind locker 15, 16, 20 Meter. Unglaublich. Ja, haben wir nicht gemacht. Auch hier, guckt auf den Boden. Ich erzähle keine Scheiße. Es ist wirklich so, dass hier noch nicht viele Menschen waren. Abnormal. Guckt euch das Bild an. Wunderschön. Und hier auch wieder Naturstein. Hier haben sie sich keine Mühe mit der Höhe gemacht. Hier muss ich wirklich den Kopf einziehen. Und das sieht auch sehr interessant aus. Wir haben uns das gerade schon angeguckt. Wir fragen uns, warum diese Bereiche von dem Stein weiß sind. Man kann es wegnehmen. Ich zeige euch das mal ganz kurz, ob ich hier, da zum Beispiel, hey, das ist nicht,
Dann müsste ich jetzt zurückgehen. Und hier haben wir mit Backstein ausgekleidet. Also total viele unterschiedliche Bauarten in einem. Und hier haben wir wieder Naturstein. Und hier haben wir betoniert mit Schalung. Und guckt euch das mal an, wie groß das einfach ist. Größer geworden, beziehungsweise höher und höher. Wieso geht's denn hier noch lang? Eine alte Dose. Nichts drin. Leute, das Ding ist einfach nur riesig und gigantisch. Aber hier ist tatsächlich ein Ende. Auch wieder zugemauert. Beziehungsweise der Abschluss. Tolles Ding. Ich will euch hier noch mal ein paar Details zeigen. Von der Bunkertür mit Sichtfenster. Und hier haben wir ein altes Rohr. Boah, richtig lang. Wer weiß, wo das hinführt. Krass, da hinten ist er mit der roten Lampe. Mega aus. Sollte mal dutzen. Kollege ist noch drin. Der macht noch ein bisschen Zeitrafferaufnahme. Auch eine geile Idee eigentlich, um ein Video abzuschließen. Ich nutze die Gelegenheit, euch ein wenig den Rest des Bunkers zu zeigen. Also richtig Geschichte ist natürlich immer, wenn man in den Bunker noch was findet. Aber das mit dem Wasser ist natürlich auch schon sehr geil. Oh, hier ist sogar ein bisschen rutschen. Also jetzt gerade wieder Flughöhe. Und hier, Leute, das ist der Ausgang. Hier, da ist der Gullideckel auch auf. Zeige ich jetzt nicht, sonst haben wir das Problem, dass wir gleich draußen alles taghell machen. So, also, ich nutze jetzt die Gelegenheit, Adieu zu sagen. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Mir hat es mega Spaß gemacht, einen Bunker zu finden, der wirklich selten, selten, selten überhaupt besucht wurde, der schon lange, lange zu war. Wie lange genau, das weiß ich nicht. Ich habe keine Fotos vorher im Internet gefunden. Und ich weiß von einer Handvoll Personen vielleicht, lass es 7 Stück gewesen sein, die hier drin waren. Das bedeutet, das Bauwerk, dieser Bunker ist auf jeden Fall noch extrem selten und fast unberührt. Ja, in diesem Sinne, wenn euch so ein Content gefällt, lasst mir gerne ein Abo da, kommentiert fleißig, gebt mir ein Feedback, wie euch das generell gefällt, auch wie mein Kanal euch gefällt, ob ich mal was anderes machen soll außer Bunker. Erster Weltkrieg zum Beispiel, Schlachtfelder, irgendwelche Museen. Gebt gerne Tipps. Würde mich freuen, wenn ihr da ein paar Anregungen lasst. Alles klar, ich bin raus, euer Random Life. Bis dann. So, dann klettern wir in den Rio. Rausgeklettert. War richtig krass.
wie ihr seht, das ist echt ein Gulli. Mitten im Wald. Ich habe keine Ahnung, wie die da gefunden haben, die Leute hier. Mega. Alles klar, letztes Mal. Adieu. Tschüss.